Hallo ihr Kartoffeln, willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen heute Smash auf dem Shotboss-Server mit Superlink LP. Hallo, ich bin irgendwie so oft dabei, keine Ahnung. Ja, das liegt daran, weil wir gerade dreimal hintereinander aufnehmen, weil Mark ist im Urlaub und Basilikum ist momentan arbeiten. Ja, das heißt, und wir sind so hobbylose Kinder und müssen nicht arbeiten, weil wir Hartz-IV-Empfänger sind. Vor allem Kinder, ne? Ja, Kinder in Anführungsstrichen, aber... Anführungsstrichen? Ja. Nee, auf jeden Fall. Deswegen sind die leider nicht dabei. Kommen aber bestimmt später wieder. Marc kommt in 2 Wochen wieder und ich rede schon wieder so viel. Doch, okay. Marc ist übrigens gerade in Urlaub. In Deutschland. Boah, Gott sei Dank bin ich. Hab ich dich wenigstens erwischt? Schade. Ich habe gerade das Kabel von meinem Mikro ein bisschen zurecht gefummelt. Da kommt dieser Schweinemann an. Ich glaube, Smash lade ich sogar heute einfach hoch. Anstatt, okay, gönn dir. Survival Games, weil wir haben gerade eben noch Survival Games hochgeladen. Hunger Games. Ist das gleiche. Oh Leute, das Deutschlandspiel gestern. Ah, oh, da steht der Typ noch rum. Ich schlag den mal runter. Oh ja, dann musst du das wirklich heute hochladen, wenn du schon. Warte, töten wir jetzt mal zusammen den Typ, weil der ist gerade AFK, der nervt dann. Okay. Der ist AFK tatsächlich? Ja, deswegen nervt. Hey, lass es! Bing! Lass es! Okay, lass es. Okay. Jetzt darf ich dir 18 Level machen. Nein, geh weg. Und auf jeden Fall, ja, hat der. Warte mal, Gamer Pudding? Hey! Das ist der aus dem Zombie Escape Video, der ein Zombie war und es nicht bekommen hat. Was? Ich weiß nicht, ob du das Zombie Escape Video gesehen hast von mir und Dub Rush. Da war Gamer Pudding. Und neulich habe ich Zombie Escape gespielt. Alleine, ohne aufzunehmen. Und da war schon wieder Gamer Pudding. Und jetzt ist er schon wieder dabei. Ich glaube, der verfolgt uns irgendwie. Aber egal, du wolltest über das Fußballspiel ja, reden. Ja, gestern das Deutschlandspiel, Leute, das war ja wirklich die Hölle. Faul hoch 10. Nee, aber das war einfaches. Nein, lass uns da nicht angreifen, der hat noch ein Leben. Das Spiel war einfach gestern so schlimm. Ich hatte einfach die Angst des Todes manchmal. Und dann, wo das Tor für Argentinien gefallen ist, also was Gott sei Dank kein Tor war. Fick dich! Entschuldigung, ich wollte ihn abschießen, du warst im Weg. Was Gott sei Dank kein Tor war, sorry. Fick dich! Warte, ich lasse mich doch jetzt einfach ausschlagen hier. So, Gamer Pudding, ciao. Was Gott sei Dank kein Tor war. Trotzdem ist es abnormal spannend gewesen. Weil viele haben sich ja auch beschwert, weil das Brasilien-Spiel ja richtig schwer für leicht für Deutschland war. Und dann kommen zu uns Gegner wie Argentinien und man muss schon sagen, also das waren wirklich Gegner, die es drauf hatten. Und ich glaube, wir haben richtig defensiv gespielt. Ist sogar durch Loch gefallen. Fällt einfach durchs Loch. Ja, aber das war auf jeden Fall abnormal. Vor allem diese von Reus, das Tor, das war ja nicht mal. Och, Bennett, verpiss dich einfach. Verpiss dich. Junge, ich habe schon wieder 50 Leben. 50%. Du bist eine kleine Mistgeburt. Ich treff einfach nur oft mit dem Bogen, das ist alles. Ach, halt die Fresse. Wow, ich hab eine Angel. Ja, aber ich glaube, das Tor von Reus war jetzt, klar, es war Können und alles bla, aber ich glaube, wir hatten schon auch auf jeden Fall Glück. Wow, Alter, geh auch weg. Weil sonst hätten wir das Spiel, glaube ich, wäre das nicht so gut für uns ausgegangen, aber Leute, wir sind Weltmeister. Schön, dass ich sowas auch... Weil du ja auch gespielt hast. Ja, wir sind aber Deutsche. Nein, aber... Deutschland ist Weltmeister! Nee, aber, schön, dass ich das auf jeden Fall auch mal erleben durfte. Sowas, weil das ist ja nicht so selbstverständlich, ne? Naja, das ist das vierte Mal, dass Deutschland Weltmeister geworden ist. Eben. Also das erste Mal, dass ich es miterlebe, glaube ich. Ja, ja, auf jeden Fall. Das letzte war ja vor 24 Jahren. Und wenn du... das ist knapp. Wenn du... Attacke! Wenn du vor 24 Jahren schon gelebt hast, dann bist du aber echt ein alter Sack. Nee, ich sag mir nicht. Alter, also nichts gegen 24-jährige Leute. Ja. Aber die sind alte Säcke aus Mikes Meinung nach. Aus meiner Meinung nach, yo. Aus deiner Sicht. Jetzt flieg doch endlich raus, du Apfel. Ich brauch eine Awesome Soup. Ich kann nicht mehr rennen. Leute, ich kann nicht mehr rennen. Was war denn das? Tschüss. Ich hab dich einfach nur geboxt. Ich konnte nicht mehr rennen. Vielleicht war dein Essen alle. Also Gamer Pudding ist auf jeden Fall AFK, er steht immer noch da oben im Zuschauerraum und wartet.
bist denn du? Ich guck mir. Och, komm schon, warum denn nur ein Schaf? Haha. Hallo. Leute, backst den Boden. Ey, der hat eine Feuerblume, das gibt's doch nicht. Noch her. Verpiss. Ich will dich doch nur schlagen. Komm her, Böckchen. Ich hasse dich, du bist so eine richtige große Mist. Oh Gott, Hilfe. Ja, super. Du musst hier nicht Hilfe schreien. Du hast schließlich noch ein paar Leben. Tschüss. Ach, scheiß Creeper, Alter. Verpiss dich. Der Creeper gerade in die Granate gerannt? Weiß ich nicht. Aber du wirst da reinrennen. Kacke. Nee. Leckt es bei dir auch Creeper so und sag Hallo. Leckt es bei dir auch so ein bisschen? Nö. Gott, Gott. Meins. Stopp! Nein! Ja! Schade, ich habe auf den Boden unter mir gezielt. Das war nicht so sonderlich schlau. Egal, ich habe noch zwei Leben. Dich dir beide abziehen. Aber wenn du dich gut anstehst und ganz viele Awesome Soups findest und Rocket Launcher, dann kannst du gewinnen. Ich werde auch ohne Awesome Soup und Rocket Launcher gewinnen. Was? Ich bin im Tinte! Weg hier! Boah, war das knapp. Hat der einen Shotbow? Alter, lass mich in Ruhe! Muss ich hier irgendwie hoch? Ich hab keinen anderen Weg mehr nach oben. Leute, das ist so ein knappes Spiel gerade. Oh ja. Das ist voll geil. Wo bist denn du? Wo bist du? Ich sneake mal lieber. Ah, ich sehe dich. Ich auch. Ja, wenn man sneakt, dann wird es trotzdem nicht angezeigt. Ja. Also dann wirst du trotzdem angezeigt, obwohl du sneakst. Das haben die eingestellt. Hallo Creeper. Tschüss Creeper. Was? Ja! Bist du gestorben? Ja! Da. Halt die Fresse, Alter. Kackspaß. So, ich würde sagen, das war's, meine Lieben, mit Kartoffeln. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei einem Video von uns. Vergesst nicht, das Video zu bewerten. Und wir sehen uns auf unserem Kanal wieder. Bis auch Tschüss sagen. Das war ein Wiedersehen auf Schweinehart. Ciao!